Minecraft, willkommen zur inzwischen, ich habe keine Ahnung, 15. Folge, glaube ich, zum Hermit Pack. Und wir machen, wie letztes Mal gesagt, hier bei unserem Straßenbauprojekt weiter. Damit wir schneller von unserer Mine, aua, ohne da und runter fallen zu müssen, nach oben kommen. Wir haben uns einen straffen Zeitplan gestellt. Ne, haben wir eigentlich nicht. Wir haben nur gesagt, wir machen das jetzt. Und deshalb ja, sind es gerade ein bisschen langweilige Folgen. Letzte Folge haben wir die Brücke gebaut. Das war eigentlich gar nicht so langweilig, fand ich jetzt. Ich hoffe, ihr auch. Aber die Folge davor war schon recht langweilig, als wir und von unten nach oben gebuddelt haben. Eine Hälfte ist schon fertig. Muss man hier noch. Cool ist, dass die Bäume da stehen bleiben können. Die zwei. Also der hier und der hier. Und dann hat es so ein bisschen so einen Durchgang. Ich denke, ich werde jetzt erstmal hier oben dann die erste Stufe mit Erde machen, dass wir schon mal rüberlaufen können und nicht schon wieder dauernd runterfallen müssen. Und der Baum kann auch stehen bleiben. Huiuiui. Was eine Maßarbeit. Oh. Muss man den Baum da abschlagen? Und dann habe ich gerade gesagt, wir machen das hier erstmal mit Erde. Finden wir drüben, können wir nämlich drüben auch ein bisschen Stein abbauen. Wir brauchen ja noch einen Haufen Kabel und normalen Stein und den ganzen normalen Stein. Den Kabelstone müssen wir alle noch brennen. Ich habe es leider immer noch nicht gefunden, wo ich die Wegpunkte löschen kann. So, also auf der Höhe kommen wir an. Und dann bauen wir uns hier nach oben. Nein, bleib erst stehen. Ja, Cleanstone brauchen wir dafür. Sieht schon so aus, wie ich mir das denke. Warum leckt es? Da kommen wir wieder nicht dran. Das gibt's nicht. Die sind alle zu hoch. Weg damit. Okay. Richtige Baukunst ist das hier, ja? So Wildbaukunst. Wir müssen uns hier natürlich erstmal absichern, dass wir hier nicht dauernd runterhageln.
So nennt man das manchmal bei uns. Runterhakeln. Heißt nichts anderes wie runterfallen. Ja, unkontrolliert runterfallen. Es zieht sich schon ein bisschen der Bau hier. Aber ich will euch ja bei allem dabei haben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schaut einfach bei der nächsten Folge nochmal rein, ja. Also ich will euch ja nicht zwingen, dass ihr hier zuschaut. Kann ich sowieso nicht. Wäre natürlich schön, ja, für meine Statistik so auf YouTube. Aber was soll's. Bemühe mich auch relativ viel zu sprechen. Ich hoffe, ihr merkt es. Ja, das kommt ja oft bei gerade sowas hier, bei sowas Langweiligen, kommt es zu kurz. Aber ich denke, wenn man das mit meinen ersten Videos vergleicht, schaut einfach mal rein vom Minecraft-Projekt, dann habe ich mich da schon ein bisschen verbessert. Oder nicht? Was denkt ihr? Sag jetzt bloß nicht, nee, voll scheiße, viel schlechter geworden. Dann bin ich traurig, Leute. Also nicht Minecraft-Projekt, ich meine Minecraft-City, Leute. City, das war ja mein erstes Projekt. So. Gut, gut, gut. Wo muss man jetzt hin? Hier weiter. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die. Ich glaube, hier mache ich die Stufen, aber dann wird das so weiß. Wie ich das beim ersten Spot gemacht habe, wo ich eigentlich ja, nicht ansiedeln wollte. Muss ich hier noch eins zurück? Da vergisst man immer, dass man immer eins weiter noch muss, wie man eigentlich schon hat. Weil man will ja tief bauen und nicht vorstehen. So. Schön. Haben wir noch Holz? Ja. Dann pflastern wir hier auch nochmal einen Crafting Table hin. Und zwar hier unten gleich auf den Vorsprung. Stairs. Was? Ethetic Quartz Stairs. Alabaster Brick Stairs. Genau, die wollte ich haben. Also erst Bricks machen und dann. Und dann dürfen wir daraus Stairs machen. Ich mache die Treppe hier plus 3 breit, oder? Das reicht doch. Na, von Weitem sieht natürlich 4 besser aus. Gut. Was macht er denn jetzt? Ja, ich will hier auch die Alabaster Stairs haben. Und da hier gerade ein bisschen Alabaster ist, nehmen wir den auch noch mit. Es wird schon wieder Nacht. Ey, Mann. Man kommt hier nicht voran, weil es die ganze Zeit Nacht wird.
liebe so weiße Flächen. Mit Weiß zu bauen ist einfach mit am schönsten. Weiß und Schwarz ist natürlich eine geile Kombi. Die wollen wir hier sowieso irgendwie reinbringen. Ich nehme mal gerade einen Schluck. Noch Alabaster. Alabaster. Bisschen was futtern. So machen. Eigentlich können wir auch alle voll zu Stairs machen, weil wir brauchen sowieso von den einen Haufen. Nein, das freut mich. Eigentlich mache ich gerade einen Blödsinn. Hier brauche ich nämlich gar keine. Das wird doch bloß. Ja, doch. Doch. Wir machen das hier so. Eigentlich wird die Brücke ja bloß 4 breit. Ja, mit Wänden. Deshalb dachte ich gerade, eigentlich brauche ich ja gar keine 4 breite Treppe. Aber ich glaube, am Ende sieht es vielleicht doch ein bisschen schöner aus, wenn die 4 breit ist. Und den Alabaster hier nehmen wir auch noch mit. Kann ich mich da? Ja. Kann ich mich da einfach runterbauen? Ich glaube, das hier ist Marble. Richtig? Nö, ja, auch Alabaster. Wir beuten hier total unseren Heimatberg aus. Das finde ich eigentlich gar nicht gut. Aber was soll man machen? Wer schön bei uns bauen will, muss leiden. Oho. Da kommt ein bisschen Clay. Ein bisschen ist gut. Das ist ein Haufen. Wir bauen hier dann erstmal nur das Nötigste zu. Ausgeleuchtet haben wir. Dann können wir hier wieder verschließen. Dann machen wir jetzt mal hier ein bisschen Dirt. Ich hoffe, dass hier alles wieder schön zuwächst mit Gras. Ach, das Problem ist, dass das hier gar kein Gras ist. Ist irgendwie so ein anderer Schmuh da oben drüber. Deshalb wächst da auch nichts. Das hier ist nämlich, der hat eine ganz leicht andere Struktur. Das ist dann, wie heißt das? Das hier. Coarse Earth. Earth. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Frag mich bloß nicht. Was heißt das?
Ich weiß nicht. Ich überbaue das hier einfach mal. Dann wird's grün. Der Christo wird jetzt wieder sagen, tun dein Englisch. Ja, ich weiß, das ist halt scheiße. Was soll ich machen? Schule ist vorbei. Barrierchen. Gibt es jetzt hier erstmal nicht. Das muss reichen. Das war es auch wieder von der heutigen Folge. Wir kommen langsam unserem Ziel näher, dass wir einen Weg zwischen Base hier und Farming Tunnel da hinten, der ganz da unten ist, hinkriegen. Wir machen jetzt noch, glaube ich, ein paar Kisten. Dazu brauchen wir aber ein Crafting Table. Ah, warte, hier können wir noch ein bisschen Erde verbauen. So. So, bis zu dem Layer machen wir hier Erde und weiter runter nicht. Ich wollte doch ein paar Kisten machen. Ah, schon wieder verpeilt, was ich bauen wollte. Oh, die sehen ja süß aus. Akazienchest. Nein, nicht dahin. Warum baut ihr nie? Warum spielt ihr nie mit? Ja, hier kommt Saatgut rein. Und hier fertiges Zeug. Gibt es gleich einen Haufen Futter. Ich dachte, ich falle jetzt runter und zerstöre wieder das Blumenbeet. Ich bin voll. Seeds. Beans. Rice. Kann man hier noch irgendwas? Nein, kann man nicht. Wir können nichts mehr so verteilen, dass es besser reinpasst. Kartoffeln, jawohl. Gut, wir haben einen Haufen Essen jetzt mal. Noch ein paar mehr Seeds. Oh, Chili. Und die Strawberries, die können wir gleich mal snacken. Ach, können wir gar nicht. Haben gar keinen Hunger. So, das war's jetzt von der heutigen Folge Minecraft FDB Launcher Hermit Pack. Drei Äpfel haben wir auch noch. Sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Hermit Pack. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.